Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Die Linken haben starken Nachholbedarf. Abgesehen von den Sternchen, mit denen Sie Ihren Antrag bis zur Unleserlichkeit vollkleistern, ist der Antrag auch innerlich eine glatte 6. Zu Ihrem Antrag gibt es eigentlich gar nichts zu sagen. Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte. Ich gebe mir trotzdem Mühe, Herr Gebhardt, kein Problem. Um was geht es Ihnen eigentlich in diesem Antrag? Was wollen Sie mit diesem Antrag erreichen? Was verstehen Sie unter Verbraucherschutz bei Kreditinstituten? Schon hier ist der Antrag mehr als schwammig formuliert. In den Antragspunkten wird von Kreditinstituten gesprochen, in der Begründung größtenteils von Sparkassen die Rede. Was haben, bitte schön, Vergütungsoffenlegungspflichten und die öffentliche Darstellung der von den Kreditinstituten vergebenen Spenden mit Verbraucherschutz zu tun? Ist Ihnen bewusst, liebe Linke, dass Sie mit Ihren Forderungen teilweise massiv in die Privatautonomie der Kreditinstitute eingreifen? Noch befinden wir uns in einer freien Wirtschaft. Eigentlich hätte nur noch gefehlt, dass Sie fordern, die Kreditinstitute zu verstaatlichen. Ja, wunderbar. Ist mir klar, dass Ihnen das gefällt. Ja, ja. In Ziffer 4 Ihres Antrags fordern Sie eine Deckelung des Zinssatzes für die Überziehungs- und Dispositionskredite auf 5 Prozentpunkte über den Leitzins der EZB. Meine Damen und Herren von den Linken, sogar Ihnen sollte klar sein, dass Banken nur das Beste von Ihrem Kunden wollen, nämlich Ihr Geld. Für jede Leistung wird eine Gegenleistung verlangt, zumindest bei Kreditinstituten. Wer also sein Konto überzieht, muss dafür Zinsen zahlen, und das ist halt nun mal so. So verdienen Kreditinstitute ihr Geld. Ja, wollen Sie die nächsten Banken retten, weil die keine Chance haben, Geld zu verdienen? Wunderbarer Vorschlag. Sie machen das genau richtig. Ja, ja, alles gut. Ja, meine Frau Merkel. Besten Dank auch, Herr Gebhardt. Wenn Sie den Zinssatz deckeln, lohnt sich das Geschäft mit den sogenannten Krediten für die Banken aber womöglich nicht mehr. Dann gibt es auch keine Kredite mehr, für niemanden. Wenn das verbraucherfreundlich ist, weiß ich auch nicht. In Ziffer 5 fordern Sie eine einheitliche Kündigungsfrist von einem Monat für Dispositions- und Überziehungskredite. Meine Damen und Herren von den Linken, wissen Sie, dass die Kreditinstitute die genannten Kredite, die eigentlich gar keine Kredite sind, ihren Kunden freiwillig einräumen? Nein, das wissen Sie nicht, sonst hätten Sie sowas gar nicht erst gefordert. Ja, nee, ist klar, von irgendwas müsste aber leben, Frau Faul, auch die Banken müssen irgendwo von existieren. Wie gesagt, es handelt sich hierbei nicht um einen Kredit im eigentlichen Sinne, sondern um einen geduldeten Überziehungsrahmen des Girokontes. Dispo und geduldeter Überziehungskredit werden in den AGB so geregelt, dass die Bank den Kreditrahmen nach freiem Ermessen jederzeit verringern oder sogar völlig aufheben kann. Im letzteren Fall muss der Kunde sein Konto sofort aus den roten Zahlen bringen. Tut er das nicht, darf die Bank ihm das Konto fristlos von einem Tag auf den anderen kündigen. Andernfalls rutscht der Kunde noch tiefer in das Minus. Verbraucherschutz besteht ja gerade darin, den Verbraucher in solchen Fällen mittels der sofortigen Kündigung vor drohenden Überschuldungen zu schützen. In Ziffer 6 fordern Sie, dass die Kreditinstitute verpflichtet werden sollen, die aktuellen Zinssätze im Internet und den Filialen deutlich sichtbar zu veröffentlichen. Ähnlich gestaltete Forderungen in Ziffer 1 zu nachvollziehbaren Veröffentlichungen der Kontoentgelte. Schauen Sie doch mal ins Internet. Sehen Sie sich die Seiten der Banken und Sparkassen an. Es ist alles da, es ist sichtbar, es ist nachvollziehbar. Wie ich schon gesagt habe, Kreditinstitute leben von Zinsen, und da im Kampf um die Kreditnehmer stehen, sind sie schon von selbst daran interessiert, die Zinssätze für jeden sichtbar zu gestalten. In den Filialen gibt es übrigens nichts anderes. Allein die unzähligen Flyer mit verschiedenen Vergleichsangeboten geben den notwendigen Überblick. Meine Damen und Herren von den Linken, es wird Sie nicht verwundern, dass die AfD-Fraktion Ihren Antrag in allen Punkten ablehnen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei der Gelegenheit, meine lieben Freunde von den Linken, möchte ich mich noch mal bedanken, und das finde ich wirklich klasse, dass Sie und Ihre roten Schlägertrupps so transparent sind. Die folgen Ihren Vorschlägen schon. Ich habe das jetzt gelesen bei Alles oder Nix. Hervorragend. Sie sind auf dem richtigen Weg. Herzlichen Dank.